Du solltest mal zum Nasenarzt gehen. Was? Ja, die könnten vielleicht irgendwie deine verstopften Nebenhöhlen mal durchpusten oder so. Dann schnarchst du nicht mehr so beim Laufen. So, wie spät haben wir es denn? 6 Uhr morgens ist doch perfekt. Können wir quasi direkt den Weg nach Rifthorn nehmen. Ich muss nur das nächste Dingsschild finden und dann könnte's losgehen. Ach ja, siehst du, die Trollhöhle, die wollten wir noch wieder ausräumen. Die er sich leider wieder gefüllt hat, nachdem ich abgestürzt bin oben auf dem Berg. War die hier runter? Ich glaube, die war hier runter, die Trollhöhle, ne? Und wenn wir Glück haben, ist das auch noch gleichzeitig noch der Weg nach Rifthorn. Nee, der ist genau in einer anderen Richtung, aber dann gehen wir da danach hin. Überraschen wir jetzt erstmal den Troll beim Rumtrollen. Alles bereit, Leute? Lasst uns Trolle jagen. Ich weiß, es ist immer sehr witzlos, sich mit so einem Fackelwürmchen eingeschaltet an irgendwas ranschleichen zu wollen, aber trotzdem. Ah, da ist er ja. Der scheiß Nirnwurz hat mich abgelenkt. Ha! Meins. Meins. Dieses Mal so schnell ging das. Was ist denn wegen dieser einen Pflanze hier? Ah ja, hier ist ja Durchsuche Leiche. Einmal. Baue Orikalkos ab. Dreimal. Ah, oder auch nur zweimal. Und, ja genau, andere Leiche zweimal. Chicken! Du weißt wieder, wo der Hase langläuft, ne? Das Huhn hat voll den Durchblick. Ich könnte jetzt eigentlich schon diesen ganzen Rüstungskraben oben in Ivarstadt verkaufen, aber ich glaube, die... Es wird schwer, da was loszuwerden. Ist nur so eine kleine Vermutung, aber irgendwie habe ich sie. Weiß ja auch nicht, warum. Na nö, hat er das jetzt andersrum sortiert? Ich reagiere gar nicht mehr auf die Fellhandschuhe und Fellstiefel. Das waren für mich gerade normale Kleidungsstücke, deswegen ist da gerade nichts passiert. Warte mal. Den Schurkenumhang will ich aber wieder haben. Du Vieh, du. Es blitzt draußen, das ist natürlich wieder sehr schön. Überlege ich hier fast das Fenster wieder aufzumachen, damit hier vielleicht mal wieder eine kühlere Brise reinkommt. Das Einbalsamierungswerkzeug, das will ich mal bei mir behalten, in der Hoffnung, dass ich damit irgendwas mal anfangen kann. Ja klar, ich gebe dem Huhn all mein Geld. Wetten, es macht sich dann aus dem Staub und dann habe ich ein Problem? Muss nicht sein. So, ich habe so viele leere Weinflaschen, dann kann das Huhn ruhig mal welche tragen. Das Huhn ist voll. Ich dachte, das Huhn kann mehr tragen. Das war deiner Swiener, ne? Was, Inio? Ach, du weißt schon, was du machst. Ja, dir gebe ich nichts. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Es ist trotzdem nicht sehr beruhigend, dass du direkt hinter mir bist. Ich habe da etwas Angst um mein Leben. Ich weiß ja auch nicht, warum. Okay, die Saphirklaue behalte ich lieber selber erstmal. Aber die drei Trollschädel kannst du liebend gerne haben. Geht ihr voran? Tja.
Na dann. Auf zum Spalt, nach Rifton. Wir sind, glaube ich, schon im Spalt, oder? Im Rift. Jetzt habe ich sogar schon den Baum da für eine Person gehalten. Vielleicht hat Lugian doch mal sich eine Runde schlafen legen, aber nee. Solange das nicht so schlimm ist wie in Arkham Knight, geht das alles noch. Da müsste ja mittlerweile bei euch auch schon die Folge gelaufen sein, das heißt bei Arkham Knight. Ich will ja noch eine extra Folge raushauen, wo ich das Arkham Knight Bettmobil aus Lego-Teilen nachbaue. Da müssten theoretisch, heute sind 5 der 9 Lieferungen, die ich da für die Teile brauche, rausgegangen. Das heißt, wahrscheinlich werden morgen die restlichen 4 rausgehen, dann habe ich übermorgen spätestens hoffentlich alle Teile und kann anfangen, das Video zu drehen. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das überhaupt cool ankommt, wenn ich ein Video davon drehe, wie ich ein Lego-Modell zusammenbaue, was kein Schwein kaufen kann. Auf jeden Fall werde ich vorher am Anfang in Zeitraffer aufnehmen, wie ich die Teile sortiere, denn sonst gibt es Probleme. So, Rifton, der Pfeil, wir sind richtig. Ne, in Zeitraffer werde ich dann die Teile sortieren, weil wenn ich jetzt auch noch anfange, in diesem riesengroßen Haufen schwarzer Lego-Teile nach irgendwelchen speziellen Teilen zu suchen, während ich das alles zusammenbaue, dann kommen wir gar nicht mehr voran. Mensch. Vorhin habe ich mir noch gedacht, Skyrim ist eigentlich so ein langes Let's Play, da könnte man eigentlich über triviale, normale Themen reden. Was aber ein bisschen entgegen der Ingame-Stimmung ist. Und jetzt tue ich es trotzdem auf einmal. Total ungeplant. Und werde es wahrscheinlich ab jetzt nie wieder tun. Rifton hier entlang. Waren wir hier schon mal am Tage? Leere Aschehaufen? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Noch mehr leere Aschehaufen. Ich bin auf dem Weg nach Einsamkeit, um in die Armee einzutreten. Ein vereinigtes Kaiserreich ist das Beste für uns alle. Ja. Achso, ja, genau. Die kaiserliche Armee. Ich wollte gerade für einen Moment fragen, welche er beitreten will, aber ist klar, wenn er sagt Einsamkeit, dann... Und vereintes Kaiserreich hat er ja auch gesagt. Zuhören muss die Echse können. Zuhören. Wenn das gar nicht der Weg nach Rifton ist, warum sind wir damals hier lang gegangen? Weil das der Weg nach Rifton ist. Oh, geil. Godrays am frühen Morgen mitten in einem Herbstwald. Ein total ekelhaftes Gefühl, da rumzulaufen. Aber es sieht geil aus. Jetzt gehört ihr mir. Willst du das wirklich tun, Junge? Wieso will denn der Kaiserliche was von mir? Dass ihr immer was gegen mich habt, ihr Wichse. Gold 8, Helm. Korunderz, Nordstahlpanzer, Rucksack mit Leder, Stahlbarren, Stahlkriegsachs, ja. Er hatte keine Notiz dabei, der wollte mich einfach nur meucheln. Bin immer noch da. Das ist sehr schön. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Jetzt gibt er dir schon wieder was. Ja doch. Da war eine schwere Rüstung dabei und Lydia ist nun mal eine, die eine schwere Rüstung trägt. Aus meiner Sicht macht es also Sinn, wenn ich ihr die schwere Rüstung gebe. Also hör auf, dich zu beschweren. Danke. Ich würde jetzt sagen, wenn sie nicht passt, guck dir ein anderes Let's Play an. Aber das haben sowieso schon die meisten gemacht, also halte ich da besser meine Klappe. So, ich muss unbedingt aufpassen, dass ich ihr diesen verdammten Rucksack gebe. Tja, siehst du, hat sie gleich angezogen. Wusste ich's doch. Ist genau richtig für sie. Warte mal, gib mal den Rucksack her, den würde ich lieber Inigo geben. Das war der Esvi, sehr großer Rucksack, oder? Genau, und der Esvi, sehr großer Rucksack. Her damit. Geht ihr voran? Inigo. Yes. I have something for you. Don't drop anything noisy. No, my friend. It's very noiseless. Even if I don't know if noiseless is even a word. See? It
It's looking much better. All the way. Jetzt lass uns aufhören, hier zu schleichen und weiter voranrennen. Wieso ist der Kaiser nicht auf uns losgegangen? Was habe ich denn im Kaiserreich jetzt schon... Ich meine, das tun die ja ständig, aber... Warum? Ich bin doch nur gelaufen. Vielleicht hat das was damit zu tun. Später. Glaube ich. Mal kurz gucken, man wird sich dran erinnern. Genau, zwischenspeichern, danke. Und das war gerade ein Ingame-Gewitter. Ja, wahrscheinlich nicht so viele. Ich bin froh, wenn wir vor Sonnenuntergang nach Rifton kommen und uns da dann umsehen können. Ich glaube, zersplitterte Flasche hieß das Ding, was wir suchen müssen. Vielleicht wissen die Einwohner ja mehr davon. Ein Bär, macht euch bereit, Leute. Lass doch den Elch in Ruhe und geh stattdessen auf den Bären. Das wäre vielleicht wichtiger. Bin ich besser geworden oder sind die mittlerweile alle sehr, sehr... Immer diese Wölfe. Sind noch Leute in der Gegend in Nivo? Ich glaube nicht. Sagte wer? Wer sagt hier Zeit zu sterben? Niemand offenbar. Angar Wunde entdeckt. Aha. Ist das eine dieser alten Ruinen? Ja. Genau, so eine wie die, in der wir gerade drin waren. Ja, ja, Redekunst verbessert. Interessiert mich gerade weniger so. Wie lang ist dieses Tagebuch? Sehr lang. Tagebuch von Medresi? Okay, Medresi Dran. Was ist das denn für ein Name? Da ist der Drake Lloyd noch besser. Über Avantgarde. Nur äußerst selten wird dieser uralte Tempel flüsternd erwähnt und mit dem wahren Wissen verhält es sich ähnlich wie mit Avantgarde selbst. Es ist vergraben und vergessen und doch scheinen alle Geschichten und Legenden, die ich höre, unermessliche Schätze zu erwähnen, die tief in seinem Innern verborgen zu sein scheinen. Große Schätze warten auf den würdigen Abenteuer, sagte ein alter Dummkopf nach vielen Flaschen Schmeicheleien und Metkrügen. Also vielen falschen, genau. Flaschen sind einfach sinnvoll in dem Fall. Auch wenn er eine Nervensäge war, so stimmen seine Informationen doch mit einem Großteil meiner Nachforschung überein. Insbesondere was den Standort von Avantgarde angeht. Angar Wunde. So, ich war nicht Avantgarde. Warum sage ich Avantgarde? Angar Wunde. Morgen werde ich eine Gruppe von Helfern anheuern, die mich bei meinen Ausgrabungen unterstützen und mich auf dem Weg zur Ruine machen. Nächsten Monat um diese Zeit werde ich reich sein. Ich habe so meine Zweifel daran, dass das funktioniert hat. Hallo, Svinas Elch. Der Elchflüsterer. Okay, hier soll das Ding sein, aber... Wo genau? Ach, hier. Ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht irgendwie eilig nach Rifton zu kommen, aber... Mal sehen. Große Schätze immer doch.